Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Geld gesammelt und wir werden damit in dieser Folge weitermachen. Weil, ja, das ist so das Hauptthema des Spiels, also findet euch damit ab, dass wir in fast jeder zweiten Folge irgendwie Geld sammeln müssen, anstatt die Hauptstory weiterzuführen. Vor allem, wir müssen auch ein bisschen Geld sammeln, um überhaupt irgendwie was machen zu können. Und ja, deswegen machen wir erstmal weiter mit Geld sammeln. Ja. Wir gehen jetzt nach, mein Gott, nicht hier, hier, nach Duval, weil da gibt es irgendwas zu tun, glaube ich. Fragt sich nur wo. Da, okay. Dann gehen wir da hin. Wo ist ein Rüstungsladen? Ich werde vielleicht nicht mein Geld wieder ausgeben für alle möglichen Sachen, weil ich das ja irgendwie irgendwann mal brauche. Aber das Spiel lässt mir gerade so viel Freiraum, deswegen, ich will das ausnutzen. Lasst mir das. So, Elvin, na? Elvins Geschichte, warum nicht? Elvin, der Geschäftsmann. Ich dachte eigentlich irgendwie Roan oder irgendwie so. Und jetzt kommen aber Again. nein. He's about to ask a favor and it's not gonna be pretty. Those reporters' instincts of yours are right on the money. Now he's just kissing up. This favor must be a doozy. I'm about to go to work is all. Mind lending a hand? You'd never guess from looking at him, but Alvin's actually a fruit merchant. He buys his stuff right from Risa Maxia and wholesales it to grocers in Olympias. We just got started, so we're still in the early stages of making connections and nabbing clients. I could use some help. Klar, ich stehe zur Verfügung. Das klingt ziemlich mühselig. Ach, was soll's kommen? Wir haben so viel auf Elben rumgeritten. Irgendwas müssen wir ja mal für ihn tun. Just pretend you're shoppers passing by and follow my lead, okay? This sounds like a racket. Great, I'll go work my magic. Remember, we don't know each other. What are we getting into? Thanks for being such a good sport about all this, Luker. Naja. Ja, nimm mal die Maske ab oder so. Okay, wir dürfen uns nicht. Jawohl, ja, ne, wir dürfen uns ja nicht kennen, deswegen. Was? Wo hab ich das denn her? Okay. Okay, wir sollen einen auf so machen, dass er uns nicht erkennt. Also, ja. Ja, dann ist er da perfekt, ne? Ja, nicht die Mütze. So. So, so bin ich ganz schön inkognito. Arbeite mit Elvin. Wo ist er denn jetzt da? Sure, your customers might say they're fine with your fruit, but wouldn't you sell more if it was fresher and tastier? I doubt they'd even know the difference. Let's find out. Excuse me, sir, ma'am. Care to try some samples? Aber natürlich Personen, die ich noch nie in meinem Leben getroffen habe. Notice a difference between them? One on the right's nice and sweet. The one on the left, not so much. Hmm. Think so, huh? What about you, sir? Which do you prefer? Ich fand die rechte auch ganz gut. Ja, warum nicht? Interesting. What'd I tell you? Okay, you sold me. I'll start warum stocking nicht? Your oranges on a trial basis. A wise businessman. Hey. Get away from me. A fight? I know that voice. We should ja. go too. I have a bad feeling about this. Okay. Dann runter mit der Party mit dem Partyhut und wo seid ihr hingegangen? Nein. Köpfen wir uns vor, was auch immer da gerade passiert ist. Ich habe die Stimme jetzt nicht wieder erkannt.
Ach du, doch, na klar. That's for us to decide, Bub. Don't you Rezamaxians understand the concept of boundaries? That's why I'm here. I've come to negotiate a partnership with Skylark Exchange. Whatever. No one wants your crap. You okay? Hey. Alvin! Please, let me talk to Mr. Arthas at Skylark Exchange. Weren't we clear? Careful. It's a crowded street. We're not about to let any stray lead hit the Skylark Exchange. The Rezamaxian and his friends, though? That's a different story. Aha! Huh? You maniacs would risk a bloodbath on public streets? Prepare for judgment from an elite junior agent of the Spurious Corporation! Oh, you guys. Why am I not surprised? Hey, we haven't done anything. Enough of your lies. Boah, nein, ich will nicht gegen den kämpfen. Nicht schon wieder. Wir haben überhaupt jetzt alles in der Truppe. Oh, leck mich an. Wo war ich mich schon wieder eingelassen? Okay. Stehen unmöglich, was? Oh nein, der hat ein Dingens. Soll ich auf den Arm nehmen? Oh, wir sehen aus der Karte. Wir haben keinen Heiler in unserer Gruppe. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wie sollen wir das denn überleben? Mann. Das musste mir natürlich passieren. Ah. Ludgar, na warte. Wir haben da was Neues gelernt. Boah, die Musik im Hintergrund. So, komm her. Fuck. Warum müssen wir gegen ihn so oft kämpfen? Ich verstehe das nicht. Wenn wir Jude oder so hätten, wäre das alles viel besser. Aber nein. Aber lass mich erstmal aufstehen, Mann. Darf ich dich an meine letzte Strategie erinnern, wie ich gegen dich gekämpft habe? Aua, aua. Wer setzt hier die ganze Zeit Items ein? Lass doch mal hier erstmal Elvin wiederbeleben, Mann. Mein Gott, hört doch mal auf damit. Mein Gott, seht ihr genau deswegen. Oh, was zum... Ich habe den gerade erst wiederbelebt. Ach Mann. Komm mal her, Leia. So, komm mal her. Ich kann auch den Angriff wollte ich mal einsetzen. Das haben wir noch nie im Leben. Hilfe. Hört auf, dauernd Items einzusetzen. Lass mich doch erstmal hier wieder beleben, Mann. Ja, ne. Wir kamen gar nicht dazu, irgendwie Dingens einzusetzen. Hier, verbundene Arzt. Oh mein Gott. Er hat nur so viel AP. Ey.
spear. Ach Mann. Okay, langsam geht mir eure Strategie ein bisschen auf den Nerven. Oh mein Gott, das war knapp. Nein, nicht schon wieder töten. Leia. Damit Pistolen bin ich am besten für ihn geeignet. Nein, bitte nicht. Ah. So, und jetzt kriegst du wieder aufs Maul. Aber nicht so gut. Aber nein, das ist überhaupt nicht gut. Komm her, Ron. Nein, geh weg. Geh weg, aua. Nein, geh weg. Mein Gott, warum ist der Typ immer so stark? Ich verstehe es nicht. Na ja, komm schon, er hat nicht mehr so viel. Wenn ich mich noch einmal verwandeln kann, so besser. So, jetzt kriegen wir, jetzt kriegst du eins aufs Maul. Ich will nur gerne mal klauen. Habe ich was geklaut? Nee, ne? So, jetzt kriegen wir dich aber. So, zack, jetzt kriegst du nur eins aufs Maul. Ja, ich muss ein bisschen ausweichen, ne? Ja. So, zack. Jetzt verreckt mein Gott. Sehr schön. Ha! I hope the guard's all right. Yeah, the guard's just unconscious. Ich hätte nur gern mal geklaut, aber was soll's. Yes, that's what I'm talking about. An old dog can learn new tricks. Ja, da denkst du mal einen Moment, hupsala. Wenn du über Port bist und dann kommt der nächste Eiver und macht dich kaputt. You think you can assault a junior agent and mosey off? This isn't over! Ivor, maybe you should mosey off. Huh? Hello, officer. I'd like to report a nutcase swinging swords at people. Yeah, he keeps saying he's an agent or something. See? This is what happens when you make a scene. I sure hope you've learned your lesson now. Mein Gott, wie schnell. Some people just never change. Ja, das war ein Spinner, aber er ist unser Spinner. At least you're safe. Gotta be sure to watch yourself around here. Yeah. What is this? So, you all know each other? No, no, oh, yeah. Just getting acquainted. Right then. Sorry for you, but the deal's off. Oh, I'm sorry. You had him hooked, too. No biggie. Plenty more potential customers where he came from. Did you blow another deal? Huh? Oh, that was nothing. Don't worry about it. You sure? You've lied through your teeth so much that it makes me wonder if you're ever telling the truth. Anyhow, I've got to run. Catch you later. Sure. Da war doch die Person, von der ich denke, dass sie es ist, ne? Maybe he's right. Hättest du keine Ehre im Leib, würde das nichts ausmachen. Ich
kann nicht glauben, dass er dir so etwas, dass ihr sowas so sehr zu schaffen macht. Ja. We go back a ways. They're like the best of buddies. Come on, I wouldn't go that far. But I just don't want any more relationships based on lies. Yeah, let's not do that again. Well, so much for the job. Didn't exactly work out, but thanks. Okay, Kapitel 1 von Alvin auch erledigt. Marketing Plan Section 1. How to exploit the natural greed of Olympians during negotiations. Wait, you heard that? This is a highly classified document. Don't go leaking our strategies to anyone else now, you hear? Okay. So, wir haben einige Sachen erlernt, die irgendwie nicht angezeigt werden. Warum nicht? Oder meinen ihr noch alles? Boah. Jude, den haben wir auch schon lange nicht mehr im Team gehabt. Ja. Warum eigentlich? So, boah, bis jetzt haben wir ganz schön viel erledigt. Der Tag war bis jetzt produktiv. Alles klar, dann. Weiß ich nicht. Was können wir denn jetzt noch machen? Wir gehen das mal wieder zum Questschalter. Wir machen irgendwas. Das noch ein Plan. Ist meine Katze überhaupt zurückgekehrt? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Jo. Dann geh mal nach. Weiß ich nicht. Mit Dungeon. Oh, da haben wir alles erledigt. Sehr schön. Gehen wir mal hier hin. Suchen wir mal alle Dinge hier zu erledigen. Wäre bestimmt irgendwann möglich sein. Nein, mit dem möchte ich nicht reden. Ich möchte nichts lernen. Ich kann alles. Ich kann ja mal gegen Elite-Monster versuchen zu kämpfen, aber ich habe keinen Bock, schon wieder aufs Maul zu kriegen. So, wir können hier hingehen. Dafür müssen wir zu Mila schreien. Da kriegen wir Flamme. Das ist auch gut. Jetzt wenn wir das einfach mal annehmen. Da müssen wir in Galgafahrt müssen wir noch einige erledigen. Kijara-Fälle, Torbalan-Höhenstraße. Genau, die Torbalan-Höhenstraße. Da können wir kurz hingehen. Und diese Katzen erledigen. So. Zack. Oh nein. Ich ging dich. So, wo sind die so Katzen? Da. Nicht reinflitzen. Oh fuck. Wieso Hinterhalt und Kampfverbündeter? wen möchte ich mit wem verbinden? Also mach mal so. Nee, mach mal so. Mein Gott. Aua. Gegen euch will ich gar nicht kämpfen, Mann. So, nein. Sehr schön. Und Bams. Ach ja, ich bin ja mit Alvin verbunden, verdammt. So. Es ist ja gewesen sein. Hm. Oh Gott. Das hatten wir doch schon. Also im ersten Teil meine ich. So, Auftrag erledigt. So schnell kann es gehen. Sehr schön. Einfach mitnehmen. Apfelgummi, sehr schön.
Da haben wir wieder mal eine Quest erledigt. Sehr schön. Einfach so. Finde ich gut. Was haben wir, eine mysteriöse Maske bekommen? Sehr schön. So, direkt wieder was Neues. Wow, die werden sogar knapp langsam. Kijara-Fälle, genau, das ist das, was danach kommt. Oh, verdammt, ich kann nicht mehr so viel. Dann gehen wir mal zum Gallia-Part. Machen noch die letzten Viecher kaputt, diese Schildkröten. Wir können schon mal zum Kijara-Fällen hingehen, finde ich. Jo. So, komm du mal her. Wir müssen dich immer noch töten. So, komm mal her. Kann er nicht. Naja, abwehren. Sehr schön. Ich kann den Angriff nicht beenden. Luft einsetzen? Schnelle Klaue? Natürlich konnte er in Luft eingesetzt werden. Okay. Zweiter Arzt und Austausch. Und das ist alles erledigt. Gemerkt. Aber erstmal gehen wir zu den Kijara-Fällen. Damit wir uns dahin teleportieren können, wann immer wir wollen. Ich hoffe, da war nicht. Okay, das war direkt dahinter. Gut. Die ganzen Arzt, die wir und Fertigkeiten, die wir gelernt haben, die können wir uns ein andermal angucken, finde ich. Uah. Nee, ich muss da lang. Nein. Nein. Überhaupt irgendwelche Löcher, wo ich reingehen kann? Ich bin jetzt noch gar nicht gesehen. So. Fällt auch gerade auf, ein paar von diesen Viechern müssen wir auch erledigen, damit die Charaktere Dingens bekommen, Fertigkeiten. Also Fertigkeitspunkte, FP meine ich. Weil, ja, FP-Bonus ist guter Bonus. Oh Gott. Ah, that music. Da hinten. Ich dachte, da wäre so ein Bakura-Viech. Okay, werden wir hier wahrscheinlich nicht viel erreichen, außer ein paar Sachen zu looten. Erstmal, die wir vielleicht gebrauchen könnten für einige Missionen. Oh, sehr schön. Nein, geh weg. Ich weiß gar nicht, was ich hier töten muss. Mal gucken. Mal ein bisschen erstmal abstauben, dann können wir wieder zurück nach Hamill gehen. Und oh, hey, hey, hey. Ah, was zum Teufel? Wo kommen die her? So, Impact Cross. Ich weiß, okay. Genau wie im ersten. Ich habe voll Probleme mit ihr, ihre Stabverlängerung einzusetzen. Bei Jules ist das voll einfach, bei ihr irgendwie nicht. Werde ich wahrscheinlich so oft wie machen. Und Impact Cross. Wutsch. Sehr schön. Okay, ich wollte jetzt eigentlich noch die Truhe hier einsacken und das hier. Und das hier. Und eine Fertigkeit erlernt. Dann können wir mal wieder abhauen. Das hier. Nein, geh weg.
So, und wir gehen nach Hamel. So, dann gehen wir jetzt die Quest ab. Oder die Quest, ich weiß es nicht. Wow. Vernichtung der Tutulas. Sehr schön. Und jetzt wird schuppig. Erledigt. Verdammt, ich hab mal. Dann können wir abgeben. Ein heiratsverrückter Mann, was? Ist ja gut, Stromtravis. Ich weiß nicht, wo ist. Mein Gott, wie viel haben wir auf einmal bekommen? Na gut, dann. Weiß nicht, vielleicht als nächstes einen von denen, ja, weil die geben, was, 175, okay, ich habe so das Gefühl, der ist irgendwie storyrelevant. Ich glaube, wir machen aber den als nächstes kaputt. Oder einen von denen. Mal gucken. Da geben wir unser Geld wieder direkt aus, ne? So, Spitzer, ist jetzt hier was Neues gekommen? Nein, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!